So, hallo, hier ist Dylan und heute bauen wir einen Tiger, eine Tiger 2, besser gesagt. Und zwar die Version von Italeri. Der Panzerschmied baut das gleiche Modell, nein, nicht das gleiche Modell, sondern den Tiger 2 in der gleichen Ausführung von Revell. Ja, es sieht ein bisschen anders aus, aber es ist der gleiche, wenn man die Nummer vergleicht, also 70004. Es ist die Tiger 2 Ausführung B mit dem Unterschied hier, dass bei meinem Set Farben, Kleber und Pinsel dabei war. Sind hier so kleine Pöttchen mit Acrylfarbe, Kleber und ein Pinsel. Pinsel werde ich nicht brauchen. Ja, Unboxing im klassischen Sinne werde ich mir einfach noch sparen, dadurch, dass der Panzerschmied das schon gemacht hat, in dem verglichen hat. Und ja, was die Ketten angeht, ich weiß auch noch nicht, welche ich nehme. Ja, ich bin mal gespannt. Also wenn sie hier wirklich nicht passen sollten, zu groß oder zu klein, werde ich natürlich die die Hartplastikketten nehmen. Aber wie sieht das hier? Das sieht schon arg klein aus. Naja, schauen wir mal. Erstmal werde ich mich sowieso damit befassen, das Laufwerk fertigzustellen. Tarnmuster, ja, ich tendiere noch ein kleines bisschen zu einem dreifarbigen, also Sand, Olivgrün und Erdbraun, so schimpft sich das. Ja, mal gucken, wie mir das gelingt, weil der Panzer ist ja nun auch nicht der größte. Und als 72 Panzer habe ich noch nicht gebaut. Das ist quasi jetzt so meine Premiere. Gut, nehmen wir dieses Video erstmal als Intro für diesen Bau. Und wenn ich das Laufwerk fertiggestellt habe, dann, ja, dann wird es Nachschub geben. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!